Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Company of Heroes 2 Multiplayer. Ja, wir spielen 1-2-2-2 mit, ja, Ben Chico. Wollen wir mal gucken, was das jetzt für ein Spiel wird. Bin ja mal gespannt. Bin ja mal richtig gespannt. Ja, wir spielen auf jeden Fall, oh, sehr nette Worte hier. Wir spielen auf jeden Fall als Sowjets, wie schon gesagt, in 2v2 mit Ben Chico zusammen. Und haben auf jeden Fall einen General drin, der wohl sehr wahrscheinlich auf Tiger gehen wird. Das heißt, da müssen wir mal gucken. Na komm, wir werden jetzt schon zurückgehen. Ah, da ist der Bug wieder. Ich habe mich schon gefreut, dass der nicht mehr aktiv ist. So, hopp, hopp, hopp. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall. Oder? Den oder den? Auf der anderen Seite? Nee, komm. Wir müssen die Tiger knacken. Wir müssen die Tiger knacken. So, die nehmen das ein. Die sind gleich da. Könnt ihr jetzt auch schon mal weiter? So. Somit ist das gerade, oh, so ein fliegender Wechsel quasi. So. Das schaut doch gut aus. Also zumindest haben wir erstmal das, was wir haben sollten. Das ist schon mal gut. So, dann holen wir uns mal gleich ein MG. Darf ich dann nochmal Hallo sagen? So. Gehen wir mal luschern. Gucken, was da so abgeht. Ja, da sind schon welche. Da sind jetzt schon welche. So, hopp, hopp, hopp. Na, da sollten wir vielleicht nicht unbedingt bleiben. So. Einfach mal ran da. So, MG braucht noch. Die stehen da eigentlich ganz okay. Weil die da auch nicht viel anrichten können. Ja. Nur das ist. No, no. Na, Quatschkram. Bleib mal ganz ruhig. Denen geht's noch ganz gut. Denen geht's noch ganz gut. Er kriegt uns hier nicht so richtig. Die kriegt er nicht so richtig. Nein, er sollte nicht wieder zurückkriechen. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 weiter, weiter. Ich schaff das. So. Ja, das ist jetzt nicht ganz so prall. Ne, das schaffen die nicht mehr. Shit, 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 shit. Shit, shit, shit. Oh, da ist er weg. Ne? Ross? Jetzt haben sie ihn. Das ist nicht so schön. Das war jetzt wirklich nicht schön. Da hätte ich, ey, hätte ich schon gehofft, dass wir das packen. Na gut, dann gehen wir nochmal auf den Mörser. Der ist auch schon wieder hinten. Da brauchen wir noch ein bisschen was. Da brauchen wir noch ein bisschen was. So. Mal schön Treibstoff hier hinsetzen. Na, hat sich das irgendwie gekrallt, der Sack. Shit. Überprüft eure Ausrüstung. Da werden wir wohl nicht mehr helfen können. Wir Das haben die ist nicht kleine gut. Rekruten hier. Da ist noch Und los Deckung. geht's. Da ist noch ein little bisschen Deckung. Ja, da sind sie gleich wieder mit MG. Nee, nee, nee. Komm mal weg da. Zackig, zackig. So. Da seid ihr dann. Da seid ihr. Und da müsst ihr hinballern.
Wir werden hier anhalten, genau. So, ihr habt Treibstoff gebaut. Können wir dann noch einen bauen? Ja. Der geht ja auch ab. Mit Ingis. Na, warum auch nicht? Warum auch nicht? Das gibt's nicht. Sind ja immer noch da. So, wir brauchen jetzt aber mal langsam Anti-Tank-Sachen. Sonst wird das ein bisschen blöd. Oh, oh, oh. Ah, okay. Ist mir egal, wer es haben will. Einfach mal ran da. Wir werden uns jeden Zentimeter. Haben zwar nicht mal Mollis. Genosse gefallen. Scheiße. Na komm, 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 komm. Sauberes Ding. Jetzt haben wir zumindest eine Waffe geklaut. Und der Scharfschütze hilft uns auch. Perfekto Mundo. Perfekto Mundo. So. Pioniere unterwegs. Die können mal schnell supporten gehen. Was ist denn mit einem Flamer? Ah, verbrauchen gerade ganz schön viel Munition für den ganzen Kram. Er nimmt das, dann können wir weiter. So, geht mal ein Schrittchen ran. So, Flamer. Perfekt. So. Wir sind unterwegs. Sie wollen es. Wir erobern. Gehen zurück zum Da haben wir jetzt gerade nicht so ganz aufgepasst. Mörser bereit für Befehle. Nach vorne. Mörser-Truppe oh. Reizstofflagers abgeschlossen. Nicht gut. Nicht gut, nicht gut. Ich bin dieser Scheiße langsam leid. Nicht gut. Brennt sie. Genau. So. Ein bisschen abbauen hier. Vorwärts, Genossen. So, dann haben wir uns mal eine Antitankwaffe. Ja, das befürchte ich auch. Genau das befürchte ich auch. Was können wir denn da machen? Was können wir denn da machen? Okay. Interessant. Sofort los. Wir bleiben nicht hier. Nee, ich glaube, wir sollten da lieber weg. Wir begeben uns dorthin. Da sollten wir dann doch lieber eher weg. Bereit zum Bautrupp. Wir treten ja den Rückzug an. So. Mörser haben wir hier. Bereit. Wir sind unterwegs. Die werden noch nachgerüstet. Alter Schwede. Zack, zack, zack. Wow. Alter. Sie haben keine Gnade. Na. Bam. Na, der ist ja gleich flöten gegangen. So, da können wir dann nach vorne. Wir brauchen mal langsam einen Punkt mehr. Das ist echt ein bisschen scheiße. Okay, stopp. Stopp, stopp, stopp. So. Holen wir uns jetzt mit das. Brauchen wir zwar eigentlich ein bisschen mehr, als vielleicht nötig ist. Aber lieber so. Wir sind am Bauen, wir sind am Machen und am Tun. Ich will unbedingt schon wieder da unten lang. Na komm. Da sollten wir lieber helfen. Wir sind am Bauen, wir sind am Stehen. Die Decken. Oh, oh, oh. Da brauchen wir dann doch schon ein bisschen mehr Support. Was haben Sie für uns? Als den, den wir hier gerade bekommen. So wollte ich nicht sterben. Wir werden uns wieder als unseren
Nee. Das hat, glaube ich, nicht viel Sinn. Das Problem ist, dass wir jetzt hier gerade gar keine Fronttruppen mehr haben. Genau. Nicht schön, nicht schön. Da müssen wir mal ganz schnell... Ach nee, wir sind ja da oben. Aha. Scheiße. Oh. Nee. Blöde Position. Alter. Also irgendwie so richtig zu was kommt, tun wir gar nicht. Scheiße, was machen wir denn da? Die werden uns nicht entkommen. Gehört gleich uns. Oh, der Mörser ist hauptsächlich noch hier. Feldkanone, Marschbefehl erhalten. Zigarette ausmachen. Das ist echt ein bisschen blöd. Wir haben ja ganz gut Knete, aber. Bin mir nicht so ganz sicher. Da, Genosse. Bin mir nicht so sicher. Okay. Da geht jetzt irgendwie. Okay, weil die da was sehen. Nicht sterben, Jungs. Alter. Das gibt es doch nicht. Sterbt. Sterbt einfach. Stückchen zurück. Und drauf. Und ruft da. Die sind auch wieder da. So, weiter. Ganz schnell weiter. Was machen wir denn jetzt? Verlieren langsam aber sicher Land. Das ist Kacke. Das haben wir. Das haben wir. Die sind da. Die da. Ja, die Muni halten wir. Den einen Siegpunkt bekommen wir jetzt immerhin wieder. Boah, das ist echt ein nicht ganz so gutes Spiel im Moment. Ja. Kann noch nach vorne. Können sich dann gleich verpissen. Was wie? Stacheldraht fertiggestellt, okay. Marschbefehl ausführen. Mal ein bisschen rüber. Mörsertrupp bereit. Los geht's, Genossen. Kampfpatrouille. Wenn die da rüber helfen könnten, also rüberschießen könnten, wäre das schon richtig geil. Dieses Land gehört dem Volk. Mal ein bisschen gucken, dass wir hier rumlaufen. Das Problem ist, dass wir ja noch gar keine Mollys haben. Ja. Da werden wir nix. Na, naja, die sollten weg. Denen geht's nicht gut. Ja. Gut. So viel dazu. Die stehen da auch ganz ungünstig. Na gut, jetzt haben wir immerhin Mollys. Bringt uns aber, glaube ich, auch nicht so viel. Oh, oh, oh. Ja, weg. Das Ding hat gesehen. Nein! Warum lauft ihr da lang? Verdammt. Ja, die sind tot. Oder? Was? Der lebt noch. So. Geben wir ihnen mal hier Sperrfeuer. Nein, tun wir nicht. Tun wir nicht. Alter! Krasse Scheiße! Das war jetzt nicht gut.
Das war jetzt gar nicht gut. Da haben sie auch noch Minen gesetzt. Okay, wir brauchen jetzt ein bisschen Treibstoff, damit wir uns die Panzer holen können. So beschießen die nicht, weil es zu weit weg ist. Okay. Mann, Mann, Mann. Haben wir uns nochmal eine AT. Der geht dann nochmal wieder hoch. Das müssen wir uns wiederholen, das Ding. Ah. Okay. Ich hab das gesehen. Au. Au. Ne, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Boah, jetzt kommen sie jetzt auch noch von da. Übel. Übel. Ja. So viel dazu. Alter. Übel, übel, übel. Nein. Alter. Rums macht das da. Oh, da zieht er sich zurück. Klonk. Hm. Das hat irgendwie nicht so viel gebracht. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Hallo? Oh, oh, oh. Ja, was machen wir denn da? Krasse Typen, ey. Also die haben das echt ganz gut unter Kontrolle hier. Das muss man mal sagen. Das machen die recht gut. Ja, und jetzt kommen auch noch Panzerwerfer. Glück gehabt. Machen wir lieber weg hier. Also ist das. Hier genauso. Oh, oh, oh. Wie wir aufs Fressbrett bekommen. Ja, jetzt habe ich hier mal einen Panzertrupp. Machen wir uns mit dem gleich krallen da. Ah, alter Schwede. Wo sind die Panzer? Na, doch wieder hier unten. Scheiße, wieso fährt er denn dahin? Was war dann das jetzt für eine intelligente Aktion? Ah, einfach nur dumm. Einfach nur dumm. Naja. Gucken wir mal. Dann schauen wir halt mal, ob das sowas wird. Ja. Das schaut doch ganz okay aus. So, der ist schon mal weg. Okay, wir haben jetzt aber auch einen verloren. Erstmal nicht so schlimm. So. Nein. Muss man wegkommen. Lol. Was ist das jetzt bitte gewesen? Kann man das jemandem mal erklären? What the fuck? Wieso? Hä? Okay, also das war jetzt oberst beschissen. Das hätte jetzt echt nicht passieren dürfen. Ich habe keine Ahnung, was da genau passiert ist. Dafür konnten wir nicht... Ja, haushoch verloren. Einfach gar keine Schnitte. Ja, komm. Was willst du da noch tun? Was willst du da machen? Einfach keine Schnitte.
Naja, mindestens ein bisschen ärgern von wem noch. Gehen zu dieser Position. Mehr als das ist aber auch echt nicht mehr drin. Tja. Krass, krass, krass. Nee. Die sind uns über. Ja. Immerhin, so mit Sicht. Und eventuell. Boah, wie viele sind denn das? Will ihnen eigentlich nur Sicht geben. Aber so ist das auch ein bisschen gay. So ist das echt ein bisschen gay. Oh, jetzt kommt wieder was. Ja, das war's. Hohoho. Wir haben verloren. Ich denke mal, das mit einem MG, das war so ein Problem am Anfang. Ja, das mit einem MG, das war halt wirklich ausgegebenes Geld, was nicht irgendwie wieder reingekommen ist. Hätten wir das in Molotovs reingeworfen, hätten wir da wahrscheinlich mehr von gehabt. Tja. Boah. Gar nichts geschissen gekriegt, der Typ. Ich meine, gut, wir waren jetzt nicht so toll, weil wir ziemlich viele Verluste hatten, aber da waren wir auf jeden Fall dann doch noch ein bisschen besser. Naja. Ja. So ist es dann halt. Ich hoffe trotzdem, ihr habt auch dabei Spaß gehabt. Ich meine, da habt ihr es mal wieder gesehen. Ich habe halt auch nicht immer recht mit dem, was ich sage. Also die Deutschen lassen sich definitiv im 2v2 spielen. Nur halt nicht so, wie ich es mir vorstelle. Aber so ist das halt. Naja, dann schaut halt einfach mal beim nächsten Mal wieder rein. Vielleicht wird das mal wieder ein Sieg. Also, bis zum nächsten Mal.